Religion ist eine Schwerbehinderung. Noch schlimmer als Epilepsie und Tourette zusammen. Am besten ignorieren und stehen lassen. Oder Chloroform vors Gesicht halten und dann mit Gewichten in den Reihen schubsen. Das sind 12-Jährige, die dich ficken wollen. Das habe ich jetzt mitgekriegt. Jetzt habe ich Angst. Ich habe jetzt Angst vor 12-jährigen Mädchen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind wieder mal auf dieser legendären Couch, will ich mal sagen, wo wir das erste Video mit dir letztes Jahr auch schon gemacht haben. Ja, genau. Ist schon ein Jahr her, ja. Also wir sind ja in einem anderen Video schon mal auf Hater-Kommentare eingegangen. Und das Ganze machen wir jetzt nochmal mit dir. Das heißt, ich werde dir die Hater-Kommentare aus unserem letzten Hater-Kommentare-Video vorlesen. Und wir sind mal sehr gespannt, wie du so darauf reagieren wirst. Okay, machen wir. Ja. Jan Z., möge die Gnade und der Friede unseres Herrn Jesus Christus mit dir sein. Wandel nicht im Dunkeln, lass der Gisela keinen Freiraum, bitte den Herrn um Hilfe und um Befreiung. Ja, was soll ich mal dazu sagen, wenn Leute wirklich an sowas glauben, ich glaube da nicht dran. Und das hat auch mit Befreiung und mit dem Herrn nichts zu tun. Das ist einfach eine Krankheit und das kann man nicht durch Glauben. Das stimmt, Religion ist eine Krankheit. Wie kommen denn die Leute auf so eine Idee zu behaupten, dass man mit Gebeten und mit dem Glauben an Gott die Gisela bezwingen könnte? Das wird damit nicht funktionieren. Nee, absolut nicht, absolut nicht. Ich wollte eigentlich auch Kommentare aussuchen, die dich betreffen, aber es gibt tatsächlich überhaupt nicht ein negatives Kommentar dir gegenüber. Nicht eins. Das ist so krass. Das finde ich echt klasse. Also mir ist bisher auch noch nichts aufgefallen. Du kommentierst ja auch selber viel, ne, in den Kommentaren. Ja, doch. Also ich gebe mir schon Mühe und guck mal drüber und antworte dann auch hin und wieder mal. Doch, das mache ich schon. Wer findet diese hässliche Mann-Musik gut? Der muss doch gestört sein. Eure Musik? Die ist ja wohl mega geil. Ja, danke. Nee, wirklich, finde ich total klasse. Ich hatte Tränen in den Augen, als ich das gehört habe. Auch euer zweites Lied, Krieger, so toll. Danke. Ihr bringt das wirklich auf den Punkt. Und genau das, was ihr da singt, da sprecht ihr vielen aus der Seele. Es geht ganz vielen Menschen so, die kämpfen, die aber niemanden an der Seite haben. Und diese Lieder geben diesen Menschen auch Mut. Das hat man ja gesehen, auch dass ganz viele nette, positive Kommentare gekommen sind. Ne? Ich bin selber auch schon angeschrieben worden, dass sie das Lied ganz toll finden und dass sie sich das abgespeichert haben. Mach es kurz. Na gut, ich höre auf. Oha. Gott sei Dank gibt es für mich auch Autotune. Das Schlimme ist, die kleinen Kinder singen es ohne genau zu wissen. Annehmlich von Herzen nach. Schlimm. Ich habe Probleme, diesen Kommentar komplett zu verstehen. Ja, manche Leute, die haben Schwierigkeiten, sich normal auszudrücken. Wahrscheinlich fehlen da auch irgendwelche Satzzeichen. Dann kann man es nicht so richtig verstehen. Das stimmt. Das ist der hundertprozentige Beweis, dass dieser Spinner vom Teufel besessen ist. Noch deutlicher geht es nicht. Ich glaube auch nicht, dass er krank ist, sondern diese Krankheit vorspielt. Es geht ihm um den Erfolg seines YouTube-Kanals, mehr nicht. Sowas regt mich ja echt auf, obwohl... Und natürlich, um Satan zu verherrlichen. Ja, na, selbstverständlich, das machen wir beide ja. Das ist das Hauptziel. Genau. Sowas regt mich wirklich auf. Solche Sprüche, die da so rausgekloppt werden. Du wärst ein Schauspieler und solche Sachen. Der hat überhaupt keine Ahnung und hat dich noch nie so live erlebt. Du bist in manchen Situationen... Halt besessen. Du bist manchmal in Situationen, da tickst du mehr und dann gibt es wieder Momente, wo du längerfristig tickfrei bist. Das ist eben so. Und wer behauptet, du wärst ein Schauspieler, das kann ich mir vielleicht vorstellen. Das sind auch Neider, die euch beneiden um euren Erfolg bei YouTube. Gisela ist ein Dämon, der ziemlich stark Besitz von Jan ergriffen hat. Dadurch, dass er damit viel Geld verdient, teilt er natürlich gerne seinen Leib mit diesem Dämon. Schade, dass der Teufel so viel Wirkung auf die Menschen hat. Also ehrlich gesagt ist das erschreckend, dass so viele Leute an so einen Schwachsinn glauben. Religion ist eine Schwerbehinderung. Noch schlimmer als Epilepsie und Tourette zusammen. 90% unserer Hate-Kommentare sind eigentlich nur mit satanistischen Sachen voll. Aber die Menschen, die können doch gar nicht frei leben. Die können doch das Leben gar nicht genießen, wenn sie immer Angst haben vorm Teufel und besessen. Sein. Nicht, dass sie auf den Scheiterhaufen kommen. Rote Haare, reiß sie raus, mache einen Besen draus. Tim wird leider immer dicker. Ja, leider ist das schon so. Ich kann leider nicht essen und nicht zunehmen. Ich nehme leider doch zu. Ach, finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich meine, ich bin ja auch nicht die Schlankeste. Die Katze auch nicht. Also dick würde ich euch noch nicht bezeichnen. Noch auf nicht. Gar keinen Dankeschön. Fall. Nein, wirklich nicht. Dafür, dass er krank ist und ihn alle bemitleiden, kennt er sich ganz gut aus und zieht es ganz schön in die Länge, dieser Satansdiener.
Schon wieder so einer. Meine Güte. Ich bin sprachlos. Also das ist einfach Dummheit. Das ist beschränktes Denken. Die sind nicht weltoffen. Ich weiß nicht, wo die Menschen leben. Was würdest du so einer Person entgegenbringen, wenn sie dir sowas auf der Straße sagen würde? Mit solchen Leuten kannst du gar nicht diskutieren. Würde ich auch gar nicht anfangen. Die sind nicht belehrbar. Hä? Denn die fühlen sich so im Recht und die sind so fest in ihrem Glauben, am besten ignorieren und stehen lassen. Oder Chloroform vors Gesicht halten und dann mit Gewichten in den Reihen schubsen. Ich bin Humanist. Man würde die Videos viel lieber schauen, wenn Tim sich nicht immer in den Vordergrund stellen würde. Tim, du bist völlig uninteressant. Das ist ja schon eine Frechheit. Aber true. Hallo. Lieber Tim, du bist völlig uninteressant. Das würde ich jetzt mal gar nicht so sagen. Ne? Also jeder von euch ist auf seine Art sehr interessant. Und man sieht es ja auch an euren Fans, ne, die euch beide zugleich lieben. Ne? Hm. Und nicht nur ein... Wer hat mehr Follower? Ich wusste, dass das kommt. Dann wieder ein sehr, sehr geistreicher Kommentar, der mich innerlich etwas schockiert hat. Innerlich? Diese Corona-Scheiße mit den sinnlosen Masken, wie früher mit dem Stern oder der Armbinde. Oh nein. Ja, sogar das kommentieren manche Leute. Das ist schon heftig, ne? Boah, das ist aber wirklich heftig. Also mittlerweile muss ja jeder gemerkt haben, dass es hier tatsächlich um eine Pandemie geht. Wo ist deine Maske? Hier. Dass es um eine Pandemie geht und dass wir gemeinsam daran arbeiten müssen, um diese Pandemie einzudämmen. Und nur wer sich wirklich dran hält. Je mehr sich dran halten, desto leichter ist, diese Pandemie einzudämmen. Vor allem sind schon so viele Leute davon gestorben. Ja. Das wäre sowas von respektlos, das einfach abzusprechen, absolut, dass es kein Corona gibt. Genau, und dann kann man das auch nicht mit einer Grippe vergleichen. Ja, absolut. Hallo, du scheiß Tourette-Mensch. Du bist hässlich und dumm. Ich f*** deine Mutter und deinen Vater. Ha, 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 ha. Ich bin älter als du. Ha, ha, ha. Erstens, du bist hässlich. Und zweitens, du bist dumm. Und drittens, du bist ein scheiß Mensch. Oh mein Gott. Musst das du mit Ding solchen... ist, das hat eine Zwölfjährige geschrieben. Eine Zwölfjährige? Ja. Eine Zwölfjährige hat geschrieben, ich fick deine Mutter. Und deinen Vater. Also ich habe echt Mitleid mit so einem Mädchen. Das arme Kind. Das hat ja vielleicht kein... wurde die von Mama und Papa zu häufig gefickt. Die hat ja nicht viel Chancen, aus ihrem Leben ein bisschen was zu machen, ne, wenn sie heute zugeht. Ich meine, der Jan hat ihr nichts getan, warum? Ja, vor allem du ja auch nicht. Ich habe jetzt genau. Gesicht geschüttet. Ist das etwas schlimm gewesen? Hast du selber schon mal Hate-Kommentare bekommen auf Instagram oder bei YouTube oder bist mal drauf eingegangen oder sonst irgendwas? Nein, habe ich auch nicht. Gar nicht? Nee. Das wäre schön, dann hoffen wir, dass es so bleibt. Ja. Das sind Zwölfjährige, die dich ficken wollen. Das habe ich jetzt mitgekriegt. Jetzt habe ich Angst. Ich habe jetzt Angst vor zwölfjährigen Mädchen. Ja. Ja. Tim ist ein Perversling. Er nutzt Jan aus, damit er jemanden zum Ballern hat mit roten Haaren, weil er ja so verrückt danach ist. Das ist unglaublich, was die Leute da für einen Schwachsinn schreiben. Okay, jetzt eine kurze Konversation aus unseren Kommentaren. Wenn man Tourette auf Wish bestellt, wenn man Rechtschreibung auf Wish bestellt, Junge, dein Vater ist schwul, wenn man Konto auf Wish bestellt. Also diese Aussage auf Wish bestellt bedeutet, das ist blöd. Billig. Aha. Und Kacke. Ja. Ja, ich war auch wortlos, also. Wie würdest du auf sowas eingehen, wenn du sowas kriegen würdest? Gar nicht. Nee, gar nicht. Nee. Mm-mm. Nein, das ist... Die Energie, die ist mir zu schade, um in solchen Sachen da reinzustecken. Also ich versuche auch, wenn ich das jetzt bei euch hier mitkriege, ich bin ja selbst betroffen, ne? Ich meine, das ist mein Sohn, du bist der beste Freund, das geht mir ja auch nicht. Ja, das ist nur mein Geschäftspartner, der die Kamera hält. Ja, dann ist es mein Freund. Oh. Das geht mir ja dann auch nah. Hey, was soll das denn jetzt? Was soll das? Hallo. Hallo. Da siehst du das hier. Das ist ja alles blau unkenntlich gemacht. Da hat mir eine fremde Person ein Bild von seinem Zauberstab geschickt. Nein! Und dann von seinem Zauberstab! Ja, so wurde es auch in dem Video zensiert. Nein! Da steht drunter, du stehst doch drauf. Antworte mal, Assi verhalten, du kleine Assi. Ich gehe natürlich nicht darauf ein. Gott sei Dank. Hast du schon mal Zauberstäbe bekommen? Nein, Gott sei Dank nicht. Andere Sachen? Nein. Oder Angebote? Nein. Auch nicht? Nö. Die Chemtrails zeigen ihre Wirkung. Denn der Junge, der ist doch krank. Gehört er nicht weggesperrt? Du wirst hier auf Facebook sofort gesperrt, wenn du etwas gegen Muslime sagst. Aber Kindermörder und Gender dürfen ihrer Gesinnung im Internet freien Lauf lassen. So, was hat das jetzt mit dir zu tun? Diesen extrem religiösen Menschen, ja, die glauben, dass wir kleine Kinder töten und die das Blut trinken.
Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Wir haben auch relativ viele Verschwörungstheoretiker in den Kommentaren. Richtig viele. Deswegen spielt Gisela immer so oft auf die an. Ja, das triggert die dann, ne? Ja. Das stimmt. Das triggert dich, sag ich mal. Ihr seid es selber schuld. Bis Ende des Jahres alle Großveranstaltungen abgesagt. Das betrifft dann wohl auch euer schwachsinniges Fantreffen. Er hat damit das Kochen gemeint. Oh, ich hoffe, ihr habt schon Geld investiert, ihr Vollidioten. Hahaha, made my day. Ich weiß nicht, warum solche Leute so missgünstig sind. Der ist sogar noch dahin gekommen und hat rumgepöbelt. Traurig, dass manche Leute mit ihrem Leben nichts anzufangen haben, als solche Kommentare zu schreiben oder sich über andere aufzuregen. Ich bin Ficker 3000 und werde euch alle finden und anscheißen. Aha, da hat er sich aber was vorgenommen, wa? Da waren viele, ne? Gewitter im Kopf, du Lügner. Sagst erst in einem deiner Videos, dass du niemals im Auto vorne sitzen könntest, weil du immer an das Lenkrad greifen willst. Und jetzt chillst du ganz entspannt auf dem Beifahrer, du Lügner. Täuscht eine Krankheit vor, die du nicht hast, hast dir schon in Vegas auf der Schauspielschule angelernt, wurdest ja immer schon in Tonnen gesteckt. Also da kann ich zu sagen, deine Ticks, die wechseln ja. Woche, wöchentlich kommen andere Ticks dazu und alte Ticks fallen weg. Zum Beispiel Pommes, sagst du eigentlich gar nicht mehr. Wer sagt denn noch Pommes? Ja. Leben wir in 2019 oder was? Und das mit dem Tick in einem Auto ist ja auch weggegangen. Das ist durch die Verhaltenstherapie Gott sei Dank weggegangen. Ja. Guck mal, die Sterne. Au. Das kam auch lange nicht mehr. Ja. Ihr seid beide scheiße und das ist eine Beleidigung. Schönen Tag noch. Ja, das hat er auf den Punkt gebracht, ne? Sie. Oder sie. Mhm. Die auch noch du bist selber scheiße. Das waren die Hater-Kommentare. Ja. Und was sagst du dazu so? Ja, erschreckend finde ich es, dass so viele Satanisten dabei sind. Ja, die sagen, dass wir welche sind. Ach so, oder ja. Die das richtet sich, hat sich an einem älteren Video auch schon mal gegen dich gerichtet, dass du auch eine bist. Also ich finde es einfach schöner, wenn man tolerant durch das Leben geht. Niemand ist perfekt. Jeder hat seine Macken und Kanten. Und ich finde es unheimlich wichtig, wenn man offen mit den Menschen umgeht und sie nicht verurteilt wegen einem Makel, sei es optisch oder wegen so einer Krankheit. Das würde mich freuen. Dann wäre das Leben, glaube ich, auch für alle etwas einfacher. Absolut. Was mich mehr ärgert, ist, wenn das Ganze auch von einzelnen Vereinen kommt, die sich angeblich für die Belange von Menschen mit Behinderungen, vor allem auch mit Tourette-Syndrom, einsetzen und dann wirklich mit allen Mitteln gegen dich kämpfen, beziehungsweise gegen unseren Kanal kämpfen. Naja, auf jeden Fall hoffen wir euch, dass euch dieses Video gefallen hat.